Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen auf Heise Online von Alexander Unzicker mit dem Titel Corona, die unerträgliche Inkompetenz des Jens Spahn, also unseres Gesundheitsministers. Und ja, diesem Artikel kann ich leider nur voll zustimmen. Obwohl es praktisch nichts gibt, was er richtig gemacht hat, präsentiert sich der Gesundheitsminister nun als Retter Deutschlands. Man konnte bereits vor der Corona-Krise ahnen, dass der gelernte Bankkaufmann nicht die Idealbesetzung für das Gesundheitsressort war. Aha, weil wir ja schon mal versucht haben, eine Familienministerin zur Verteidigungsministerin zu machen, was kläglich gescheitert ist, machen wir es halt jetzt nochmal. Machen wir den Banker zum Gesundheitsminister. Muss man ja keine Ahnung nicht haben als Minister. Scheinbar. Anstatt wirkliche Probleme zu lösen, wie den Mangel an Pflegekräfte, ihr erinnert euch, letztes Jahr wollte er die Krankenhäuser um die Hälfte reduzieren. Oder gegen Krankenhauskeime, da sterben mehr Leute als Grippe und Corona zusammen, aber da passiert nichts. Kapriziert er sich auf Steckenpferde wie die Masernimpfpflicht. Und wenn dich der Kommentar interessiert und der ist echt gut, dann bleib einfach dran. Braucht er eben 2000 Watt. Gehen wir nochmal drauf zurück mit dem Mangel an Pflegekräften. Er wollte ja letztes Jahr die Krankenhäuser um die Hälfte reduzieren, mit dem Ziel, dass man dann sagt, okay, aus den anderen Krankenhäusern, die Pflegekräfte wären dann in diese Krankenhäuser mit reingegangen und schon hätten wir ja genug für die Krankenhäuser. Aber deswegen hätten wir auch nicht mehr Betten gehabt. Das heißt, jetzt in der Krise hätten wir gerade ein richtiges Problem, ein absolut richtiges Problem, wie Italien, Spanien. Und natürlich ist auch die Frage, ob die Krankenschwester, die jetzt vielleicht 5 Minuten ins Krankenhaus hat, täglich bereit ist, 50 Kilometer zu fahren ins nächste Krankenhaus, wo sie dann arbeiten kann. Oder ob sie dort überhaupt einen Job findet. Das weiß man ja auch nicht. Also von dem her wäre wahrscheinlich die Zahl der Pflegekräfte mit der Maßnahme massivst nach unten gegangen und wir hätten jetzt ein richtig massives Problem. Genauso die Krankenhauskeime. Wenn ich mir teilweise anhöre, was die Hygienefachkräfte, die Frau Professoren, wie sie alle heißen, für Schwachsinn von sich geben. MRSA brauchen sie nicht beachten als Krankenschwester, weil haben sie sowieso schon. Originalaussage. Naja. Masernimpfpflicht, ich glaube, da brauche ich nichts dazu sagen, nur weil wir, glaube ich, momentan irgendwie eine, wir möchten es so schön beim Corona jetzt machen, es geht ja um die Durchseuchung, dass quasi ein gewisser Prozentsatz durchseucht ist, da redet man von 60, 70, bei Masern müssten es 95% sein und wir haben, glaube ich, irgendwo um die 92%. Und deswegen ist es ganz wichtig, jetzt eine Masernimpfpflicht eingeführt zu haben. Naja. Denn die größte Krise der Bundesrepublik Deutschland, die in Spahns Fachzuständigkeit fiel, verschlief er komplett. Beginnen wir mal. Ende Januar, als die Mediziner, übrigens auch ich, besorgt über den Ausbruch waren, verkündete er, die Angst vor dem Virus sei gefährlicher als der Virus selbst. Also das, was ich jetzt, was manche jetzt sagen, der Virus ist gar nicht so schlimm, sondern eigentlich ist die Gefahr, die Angst davor viel schlimmer. Das hat Jens Spahn bereits im Januar gesagt. Nur mal so als kleiner Tipp. Dann gab es ja, wie passt du, die Infektionskette, das wurde sofort von alle Seiten gemacht. Ich habe es selber live mitbekommen und muss ganz ehrlich sagen, da hat er ein Glück gehabt, dass das funktioniert und das hat er sich natürlich als seinen Erfolg ans Revier geheftet. Und hat die Gefahr weiterhin verharmlost, weil es ist ja alles gut gegangen. Und hat immer noch gesagt, die Gefahr für die Bevölkerung sei sehr gering bis gering. Wir reden hier, wir haben glaube ich schon im Februar gewesen. Also es ist 2 Monate her. Es geht dann weiter. Und das ist ein Punkt, den ich ihm wirklich angreife. Wie viele Verantwortliche hat das Spahn versäumt, für die Bevorratung von Schutzkleidung und Masken zu sorgen? Einzigartig ist aber sein Versagen, weil er die Warnung eines Händlers in den Wind geschlagen hat. Am 5.2. hat der Händler zu ihm gesagt, pass auf, es geht momentan alles, was wir haben, die Lager komplett. Ich habe das damals selber mitbekommen, ich habe mit einem Hersteller geredet, der sagt, unsere Lager sind komplett leer, es geht tonnenweise nach China. Wir haben nichts mehr. Das haben ihm die gesagt, hat aber keinen interessiert im Gesundheitsministerium. Spätestens Anfang März war ja klar, dass eben die Strategie der Kontaktnachverfolgung nicht mehr funktioniert, weil einfach zu viele infiziert haben. Ich konnte nicht mehr jeden nachverfolgen, es ging gar nicht mehr. Was hat er gemacht?
ganz toll die Ausstiegskarten aus dem Flugzeug, wenn es euch noch erinnert, wo dann meine Adresse drum gestanden wäre und ob ich mich gesund fühle. Ja, zack, fertig. Das heißt, wir haben die Leute aus Wuhan gerettet, die mussten 14 Tage in Quarantäne, das war gut. Aber alle anderen, die aus China gekommen sind, da gab es nicht einmal eine Temperaturkontrolle, nichts, gar nichts. Die haben alle eingereist aus alle Herren Länder und dann wundert man sich, hey, die haben ein Virus mitgebracht. Tolle Leistung. Ach ja, die Empfehlung, die er damals gegeben hat, war, nicht mehr nach Nordrhein-Westfalen zu reisen. Um den 10.3. wurde offensichtlich, dass sein Missmanagement in eine Katastrophe führen könnte. Oh ja. Und dann kam auch endlich mal die Angie zum Reden und bescheinigte Spahn, noch einen tollen Job gemacht zu haben. Und übernahm zaghaft das Ruder. Ist aber wieder nichts passiert bis zum 12.3., als sie sich damit die Ministerpräsidenten kurz geschlossen haben und die dann entschieden haben, so, wir müssen jetzt was tun. Und damals kam das Wort Social Distancing auf, falls ihr euch noch erkennt. Ist gerade mal etwas über einen Monat her. Am 14.3. ist, und das ist legendär, die Warnung vor den Fake News aus Spahns Ministerium, eine Einschränkung des öffentlichen Lebens sei geplant, haben Fake News. Keiner plant sowas. Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade seht. Ich sehe, wir haben massivste Maßnahmen. Mein Geschäft ist immer noch zu. Seit 3 Wochen. Ich verdiene kein Geld nicht. Aber haben Fake News. Nach dem Totalausfall im Gesundheitsressort hatte wahrscheinlich Horst Seehofer, der eben selber mal die Position innehatte, Fachleute im Innenministerium mobilisiert, endlich mal eine sinnvolle Strategie. Eine sinnvolle Strategie zu machen. Das ist diese, ich habe dieses PDF auch, da wo quasi drinsteht, was passieren könnte, verschiedene Szenarien und was wir jetzt tun müssen. Das ist also Blaupause von dem, was die Politik jetzt gerade macht. Übrigens Spahns Beitrag dazu? 0. Hochgradig kontraproduktiv dagegen ist bis heute sein unsinniges Kleinreden der Wirksamkeit von Masken. Gibt es also Studien, also ich rede jetzt nicht von den selbstgemachten Masken, ich rede von FFP-Masken, die wirklich gut hören, wo er immer gesagt hat, die braucht man nicht, weil die braucht man ja im Krankenhaus. Aha, da helfen es plötzlich, aber wenn ich draußen rumrenne, helfen es nicht. Das ist eine Logik. Und hier steht es ihm auch nochmal, bis heute die unsinnigen Kleinreden der Wirksamkeit von Masken, um sein Versagen bei der Beschaffung zu kaschieren. Und genau das ist es. Im Februar wurde es ihm gesagt, er hat nicht reagiert, ganz im Gegenteil, ganz viele haben dann nur tonnenweise Güter nach China geschickt. Alles, was wir hatten, alle Lager wurden ausgenommen, wurde alles nach China geschickt. Wir hatten nichts mehr. Und das war... Als Gesundheitsminister hätte ich im Februar schon gesagt, stopp, alles bleibt mal im Land, wir schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht brauchen wir es ja selber. Einziger Unterstützer jenes Ministerpräsidenten ist jener Ministerpräsident, dessen Kandidatur zum CDU-Vorsitz zufälligerweise von Jens Spahn unterstützt wird. Eine Hand wäscht die andere, ist offenbar die Hauptstrategie der beiden gegen das Virus. Aber nur mal so ganz, was ich ganz cool finde, ich habe vor kurzem eine Umfrage gesehen, wer in der Krise den besten Job macht. Der Lasche war dann mit 2,9% dabei und der Söder mit 39%. Also sollte Söder vorhaben, Kanzler zu werden, hätte er momentan gute Chancen dafür. Genau, dann haben sie auch die Maskenpflicht zuerst mal zurückgestellt, weil man hat Asien komplett ignoriert, die das schon seit Jahren machen, sehr erfolgreich auch. Aber als dann Österreich, Polen, Tschechien alle die Maskenpflicht eingeführt haben, da ist dann schon schwieriger geworden. Und nachdem jener das eingeführt hat und damit spektakuläre Erfolge hat, weil die seitdem, glaube ich, ganz wenig oder fast keine Infektionen mehr haben, hat natürlich dann Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gleich mal gesagt, zack, wir machen die Maskenpflicht. Und jetzt sind viele andere Bundesländer, Bayern kommt es ab Montag, manche ab Donnerstag. Also sie kommt jetzt überall, weil man einfach festgestellt hat, okay, es bringt ja scheinbar doch was. Gut, das Beste dabei ist es, es gibt ein Interview mit einer amerikanischen Fernsehsender von Jens Spahn. Sein Englisch ist so leicht deutsch angehaucht. Ich hab's gehört, ich musste mich kaputt lachen. Könnte von mir sein, aber da sage ich nichts, weil da bin ich ähnlich. Als Deutschland bei der Epidemie mit Maßnahmen, zu denen Spahn
nichts beigetragen hat. Erste Erfolge erzielt, taucht nun Spahn in den Medien mit der Aussage auf, die Krise sei beherrschbar. Also das war schon mal, was er bei uns gesagt hat. Und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, gibt Spahn nun im US-Fernsehen Interviews über den erfolgreichen Weg Deutschland. Wie haben wir es geschafft, dass wir im Verhältnis so wenig Tote haben? Tja, so kann man sich ja einen fremden Erfolg, der mit Sicherheit nicht auf ihm beruht, zugute machen. Originellerweise erklärte Spahn genau die Strategie, an der er selber gescheitert ist, nämlich das Unterbrechen der Infektionskette. Ihr könnt es erinnern, hat im März nicht mehr funktioniert bei uns. Und benennt dann die Vorteile Deutschlands, zu denen er ja nichts beigetragen hat, wie zum Beispiel, dass wir so viele Krankenhäuser haben. Könnt ihr euch erinnern, letztes Jahr wollte die reduzieren. Dass wir so viele Betten haben, letztes Jahr wollte die reduzieren. Dass wir so viele Pflegekräfte haben, letztes Jahr wollte er die reduzieren. Tja. Unerwähnt dagegen bleibt das Haupt und der Spruch ist richtig gut. Unerwähnt dagegen bleibt, dass der Hauptverdienst der hiesigen Politik ist, nämlich einen unfähigen Minister, also Jens Spahn, für ein paar Wochen schlichtweg kaltgestellt zu haben, damit er keinen Unfug anrichten kann. Zweck der Übung wird ja ohnehin gewesen sein, sich als politisches Talent zu präsentieren, das die transatlantischen Freundschaften weiter hochhält. Frau von der Leyen wurde ja nach ähnlichen Erfolgen im Ministeramt, also völliges Versagen bei der Bundeswehr, ja auch zu höheren Berufen. Im Idealfall kann Spanier nach der Gesundheit der Deutschen in Zukunft einmal retten, was ihm wahrscheinlich näher steht, nämlich die Banken. Ich muss sagen, ein richtig guter Kommentar, den ich zu 100% unterschreiben kann. Wenn man einen Banker zum Gesundheitsminister macht, braucht man sich nicht wundern, wenn er dann die falschen Entscheidungen trifft, weil er schlichtweg keine Ahnung hat. Er hat die Masken falsch auf. Dankeschön. Teil 2, die Umsetzung. Herr Spahn, die Maske ist verkehrt rum. Wenn ich sie nicht hätte. Dankeschön. Der ist mit 20 Leuten im Aufzug drin. Alles, was wir nicht machen sollen, was uns gesagt wird, macht es ja nicht, macht er selber. Tolles Vorbild, muss ich echt sagen. Klasse Mann, würde ich wieder wählen. Uhu, Ironie aus. Das war's wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ansonsten gerne auch über Kommentare. Und sonst bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outer Chiemgau. Fährt euch!